Hi, ich bin Dominik vom Filmkanal Filmlounge und ich freue mich, dass ich hinter diesem Türchen bei Cinema Strikes Back stecke, um euch jetzt einen meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre vorzustellen, nämlich Der Geschmack von Rost und Knochen von Jacques Audiard aus dem Jahr 2012. Bei uns kam der Film dann Anfang 2013 in die Kinos. Aber worum geht's erstmal? Der Film spielt in Frankreich. Wir lernen zu Beginn Ali kennen, der mit seinem kleinen Sohn zu seiner Schwester reist. Die Schwester verdient jetzt nicht wirklich viel Geld, nimmt den Bruder dennoch auf, und damit er so eine Art Neuanfang erleben kann. Immerhin verdient er dann auch relativ zügig als Wachmann einer Sicherheitsfirma ein bisschen was dazu und lernt bei diesem Job in einem Club wiederum Stephanie kennen, die in einer Schlägerei verwickelt ist. Und sie ist Wahltrainerin. Nach der Begegnung hören sie jetzt eigentlich erstmal nicht mehr viel voneinander, bis sie nach einem schweren Arbeitsunfall ihr Bein verloren hat und sich bei ihm meldet. Und obwohl sie beide für den ersten Blick nichts richtig füreinander übrig haben, helfen sie sich gegenseitig zurück ins Leben zu finden. Und das Spannende auch in diesem Film von Jacques Audiard ist, dass er uns so Mitgefühl und Empathie bei Charakteren vermittelt, die nicht nur moralisch zweifelhaft agieren, sondern auch so im Miteinander jetzt eher in die Kategorie Arschloch fallen würden, würde man jetzt erstmal so sagen. Und das gelingt ihm jetzt aber nicht irgendwie durch so Plattitüden, sondern durch ganz behutsame Beobachtungen und auch konsequenten Offenlegen von gesellschaftlichen Feldern. Ob das jetzt der Umgang mit Mitarbeitern ist, der zum Beispiel gezeigt wird, Abhängigkeiten in Machtkonstrukten oder wie eine gesellschaftliche Schicht so komplett sich selbst überlassen wird. Und alleine deswegen ist der Film schon kein einfacher Liebesfilm. Kommen wir aber erstmal zu den beiden Schauspielern. Wir haben die für mich gottgleiche Marion Cotillard in der Hauptrolle, die mit einem Augenaufschlag irgendwie mehr erzählen kann als alle anderen in einem Film. Dann aber auch der belgische Schauspieler Matthias, und ich versuche es jetzt flämisch auszusprechen, Skönnachts, ist hier einfach nur fantastisch. Wie beide sich so aneinander rantasten, das elende Leben dennoch irgendwie jetzt immer mit so einem Hoffnungsschimmer repräsentieren, ist für mich so mit die beste Schauspielleistung der letzten Jahre. Und für mich immer noch ein Skandal, dass Jennifer Lawrence für Silver Linings den Oscar damals erhalten hat und Marion Cotillard nicht mehr nominiert war. Also echt Skandal, denn bei der Schwimmszene zum Beispiel auf dem offenen Meer bekomme ich immer noch, nur wenn ich gerade dran denke, schon wieder Gänsehaut. Auch musikalisch ist der Film ein absoluter Kracher. Alexandre Desplat liefert hier den Score, der wiederum immer wieder mit dem Soundtrack, mit Songs von so Indie-Größen wie Bon Iver aufgebrochen wird. Und da habe ich einfach immer noch sehr, sehr viel im Ohr. Special Effects wiederum vermutet man jetzt bei so einem Film jetzt nicht direkt auf den ersten Blick. Aber Marion Cotillard hat noch beide Beine. Und wie sie das machen, das man gar nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie ein visueller Effekt dahinter steckt, sondern jede Sekunde sieht, jawohl, sie hat ihr Bein verloren, das ist echt richtig, richtig stark. Und jetzt noch die Kameraarbeit kommt, dann sind wir überall dabei von Stéphane Fontaine. Der hat auch Filme wie Captain Fantastic, Elle oder Jackie in den letzten Jahren gemacht. Es ist krass, wie er Ali und Stéphanie so immer ganz nah in die Pelle rückt und so kleine Nuancen offenbart, die sonst verborgen geblieben wären. Und das finde ich wundervoll, weil wir so an die Charaktere ganz nah rankommen, aber auch immer wieder irgendwie mit Blenden arbeitet, immer wieder mit verschiedenen Lichteinflüssen, sodass wir auch die Côte d'Azur auf eine ganz andere Art und Weise sehen und kennenlernen, aber auch die Figuren allgemein Frankreich in ein ganz anderes Licht und Bild gesetzt bekommen. Und das ist aus meiner Sicht richtig fantastisch. So, jetzt habe ich versucht, in kurzer Zeit, lange darf ich ja nicht über den Film oder kann ich nicht über den Film reden, die Türchen sollen nicht zu lang sein, aber so ein paar Fakten und so ein paar Details rausgekommen, warum ich den ganz, ganz toll finde. Ein Film, der zeigt, dass Liebesfilme nicht kitschig sein müssen, sondern auch immer noch andere Themen beackern können, bearbeiten können und am Ende etwas schaffen. Was ein toller Film schaffen soll, nämlich 2 Stunden absolut großartige, Unterhaltung, aber vor allen Dingen eine emotionale Geschichte erzählt. Geschmack von Rost und Knochen bitte unbedingt anschauen. Leise rieselt der Schnee. Ho, 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 liebe Weihnachtsfreunde und Filmfans, das war doch festlich. Wenn ihr keines unserer Türchen des Adventskalenders verpassen möchtet, dann abonniert Cinema Strikes Back oder schaut euch einfach den Kanal unseres Gastes an, falls ihr da besonders Lust drauf habt. Oder schaut euch einfach das letzte Türchen an. Ho, 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 bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Weihnachten Back.